Ah, jetzt weiß ich, wo das gedroppt ist. Es ist auf der anderen Seite der Wand gedroppt, ah, das erklärt einiges. Nehme ich auch gleich mal mit. Ich habe den Dirk gefunden. 7 bis 17. Nee. Ich bin schon wieder nach Schubert. Meinst du den Dirk? Dirk auf Zest, meine ich. Halt die Fresse. Wer ist das überhaupt? Keine Ahnung. Warum sagst du dann seinen Namen, wenn du ihn nicht kennst? Weil mir langweilig ist. Oh, du bist so scheiße. So, der Finja wird mir helfen, den Rorik zu finden. Ich habe ein Portal gemacht, so Ebene 3. Dann musst du erstmal den Budget mitnehmen. Komm. Nein, der ist schon vorher da. Ich habe schon die Quest, also der ist auch schon da. Die Quest hatten wir auch schon mal. Die Quest hatte ich letztens auch schon, der war auch nicht da. Die Quest hatte ich, glaube ich, bei der ersten Aufnahme schon. Ich nicht. Du bist ja auch scheiße. Was passiert aber, wenn man der Story nicht aufmerksam folgt? Man kriegt keine Quests. Gucken wir einfach mal ein bisschen. Wie konnte aus diesem Spiel eine dreiteilige Spieleserie werden? Keine Ahnung, vielleicht war damals sowas beliebt hier. Nein, zu demselben Zeitpunkt kam auch Baldur's Gate 1 raus und das war deutlich besser. Nein, ist auch scheiße. Baldur's Gate? Voll die Fresse. Halt scheiße. Und Baldur's Gate 2 ist eines der besten Rollenspiele, die es überhaupt gibt, wenn nicht sogar das Beste. Bestes Dungeon Lord. Kann immer jemand bannen? Ja, ich. Solche Aussagen können normal sofort gebannt. Damals sind mir noch solche Aussagen in den Kopf abgehackt worden, ne? Soll doch die Duken erschossen. So waren wir überall. Waren wir da hinten schon? Da sind noch Kisten. Hey, da oben geht's noch weiter. Das gibt's sogar noch Gebiete, die ich schon nicht erkundet habe. Gerade. Vielleicht neu gekommen zu sein. Nein. Neu. Ja, ich weiß, wo ich King Lorik finde. Nein. Doch weiß ich. Nein. Sag Bescheid, wenn du ihn gefunden hast. Okay. Sag Bescheid, wenn du mich mit einem Schlag getötet hast. Ich hab eigentlich alle Ebenen fertig gehabt. Nein, hast du nicht. Geht erstmal eine Tür mit dem Schrein. Toll, er hat noch was vergessen und freut sich jetzt, dass er es noch gefunden hat. Dieser Hodenschein hat gerade mein Schild kaputt gemacht. Wenn du es nicht reparierst. Ich habe einen Kabuto-Helm, brauche nur 200 Geschicklichkeit. Will denn jemand? Ich. Das wird teuer. Was hat er denn so für Werte? Armor plus 16. Braucht 70 Stärke und 200 Geschicklichkeit. 70 Stärke? Doch wenig. Nee. Waren wir hier überall? Oh, ein Taumportal. Soll ich auch ein neues setzen? Mhm. Moment, das war jetzt Level 8, oder? Ja. Wozu willst du dann am Taumportal setzen? Greetings! Level 9 kommen wir doch mit dem Dingsbums rein, oder? Greetings! Ach, stimmt. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Und da gehe ich auch drüber rein, weil. Wenn ich dein Portal nehme und die Treppe runtergehe, ja, nee. Bin ich nicht gleich wieder in der Stadt. Sell Items. Relict of Flash, Potion of Mana. Boah, ist das wenig wert. Ich brauche heute noch bis zum Level. Oh, es dauert noch so lange. Gab es nicht noch irgendwo eine Abkürzung runter? Sag ja, mal. Über die Höhlen. Ich rede nicht von den Caves. Hab's da nicht noch irgendwo was? Auf einmal die ganzen Gegner kommen, weiß ich aber auch nicht. Ja, weil du sie nicht gekillt hast. Ganz genau, ich alles fertig hatte. Nein. Du weißt ganz genau, dass gerade eben auf Ebene 3 noch keine Burning Deads waren. Ja, was auch immer. So, Level 9. It's hot down here. It's hot damn here. Oder so. Oh, ich habe die Level 8 Treppe gefunden. Jetzt kann ich in dein Stadtportal gehen und wieder durch die Caves nach Level 9. Ich benutze mein Portal jetzt. Ja? Es ist weg. Kommst du runter? Jo.
Hallo. Uhu. Da ist der Ausgang zum Town. Lass mich nicht. Ich hab einen Albtraum. Albtraum. Ey, was? Oh, diese Lava nervt. Ist mir noch was übrig? Ich brauch noch 39.000. Darkness Clan. Ich bringe Dunkelheit über euren Clan hier. Ich nehme Delfinius, sammle ich jetzt an. Oh. Ich kenne eine größere Gruppe an Gegnern. Ich bin noch nicht sicher wo. Ja, ein Stück weit sauber. Damit du auch was von den Gegnern hast. Ich schlage mich weg. Oh, ich gehe mal ein Stück. Schlecht. 54 bis 131 Damage. Hör auf zu cheaten. Cheater, cheater. Ich glaube, die Gegner hier haben mehr Energie als der Batscher im normalen Spiel. Ja, ja. Das stimmt nicht. Oh, bitte. Warum stirbst du denn? Weil ich hier noch nicht gestorben bin in dem Level. Ich muss in jedem Level mal sterben. Achso. Boah, jetzt habe ich wieder ewig Geld verloren. Greetings! Ich sollte weniger sterben. Ich verliere vielleicht weniger Geld. Wenn ich wenigstens mal was Sinnvolles mit dem Geld machen könnte. Niemals können. Irgendwas Sinnvolles mit dem Geld machen können. Zum Beispiel irgendwas Sinnvolles ausgeben können dafür. Aber es gibt keine sinnvollen Anwendungsmöglichkeiten für das Geld. Oh, ich bin wohl nicht der Einzige, der gestorben ist. Ich wollte auch mal sterben. Ja, muss anders sein. Ja. Und wird langweilig. Ja, ne. Aber kommen hier nicht wieder diese scheiß Blitzviecher, also diese Blitzgegner, diese Dämonen, die auch immer Viecher? Da war ich schon auf Ebene 6 oder so. Aber ich hab so viel Lightning-Resistenz inzwischen. Also ganze 51%. Ja, da kommen die aber auch manchmal. Ich kann den Helm geben, dann hast du nochmal 30% mehr. Was hat das Helm sonst noch? Minus 3 auf alle Attribute. Und plus irgendwie 16 Schaden von Gegnern. Ja, ja, steckst du in den Arsch. Cool, ich kann rüber zu den Gegnern gucken. Na Jungs, wie geht's, hä? Ja, ich kann nicht rüberschlagen. Das ist aber zu weit. Ich kann schießen. Ja, du machst keinen Schaden. Natürlich. Ja, 1 bis 2 wahrscheinlich. Nein, 0 bis 1. Was? 0 bis 1 mache ich. Hey, so viele Frames hatte ich damals, als ich versucht habe, Crysis mit High-Texturen-Patch aufzunehmen bei 2.8. Bei maximaler Auflösung und allen Details auf Maximum. Ohne Aufnahme hatte ich 1 bis 2 Frames. Das war sau lustig. Lock ist sie an dieser. Let's Play zu wissen. Ja, schenkst du mir eine neue Grafikkarte, dann fange ich gleich an. Nö. Meine erfüllte gerade noch die Mindestvoraus-Anforderung von dem Iris Patch. Ich möchte ja jeden Frame sehen, also. Ja, ich möchte das Spiel. Ich möchte das Spiel ja voll genießen, ne? Ich habe ein Griffin-Schild aufgesammelt. Wer möchte es teuer erwerben, dieses wertlose Schild? Ritterschild dann. Ha? Vaterschild zu werfen. Das ich doch nicht. Das ist ein Griffin-Schild. Von der glorreichen Griffin-Familie. Ja,
Oh, ein Boss mit 1200 AP, toll. Wir müssen doch, also wenn wir schaffen, Monster mit 1200 AP in Lockhart zu besiegen, müssen wir doch schaffen, den Butcher zu besiegen, Mann. Der hat aber 8000. Ja, ach, trotzdem. Kurz bevor das Vieh tot war, das war eine Scheiße. Schaden. Nein. Und hält mehr aus. Der Schaden, der macht ja nicht irgendwie Five-Hit oder sowas. Wenn wir einen Magier hätten, der uns heilen könnte, oder? Ich kann euch heilen. Du bist kein Magier, halt die Fresse, spiel ein Magier weiter. Hör auf zu cheaten. Nein, kannst du nicht. Oh, Akuchi! Oh, Moment, der eine Decker klang eben noch recht gut. Scheiße. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Eingekesselt. Ich brauche immer noch 29.000. Ich brauche immer noch 29.000, ist das ein Kotzen. Ich hatte gerade eben schon Ebene 4 fertig. Schon klar, nein, hattest du nicht. Kann das die Welt irgendwie ein bisschen verändern? Nein. Neue Gegner, Zombies, lol. Nein. Diablo hat random generierte Dungeons. Ja, aber ich weiß ganz genau, ich war schon bei Ebene 4 fertig. Und so, ich war noch Champion töten, die ich angefangen hatte. Kann nicht sein, dass die ganzen Dungeons sich auf einmal neu generieren. Ja. Das wollte ich doch gar nicht aufmachen, wollte die Gegner schlagen. Also hier macht nichts auf, mach ihn halt einfach nochmal. Weil ich komme auf neue Gegner und alles, die ich vorher noch gar nicht gekannt habe, zum Beispiel Zombies. Wow, Zombies, wahnsinnig neue Gegner. Ja, bisher kann ich nur Burning Dead. Ich bin schon wieder tot. Zwei Champions sind einfach einer zu viel. What ails you, my friend? So, was habe ich denn da für einen Dreh noch? Collar, plus 7 total Attribute. Klingt interessant. I can't use this yet. Warum hätte ich es nicht benutzen? Ah, ich weiß warum. Ob es einen Zauber gibt, der einen irgendwie mal kurzzeitig unverwundbar macht. Gibt's nicht. Greetings! Wollte das wissen. Weil ich das sag. Ja, cool. Und dann müsste ein Fehler gehen, dass er aus Versehen in einem Ring drin ist. Nein. Dann hast du einen Ring der Unverwundbarkeit. Wir spielen hier nicht das Original Diablo. Wir spielen nicht Hellfire, hier gibt's keine verbackten Isums, die uns. Wir spielen auch nicht Hellfire. Oh, Alter! Was denn? Hast du den Champion denn noch nicht getötet? Ja. Bist du überhaupt? Der ist fast tot. Der hatte noch fast volle Energie, als ich ihn gekommen bin. Bei mir hat er nur 20 gehabt. Kanya ist die Goblin oder die ist mit einem anderen Champion? Oh, Smallbow. Mein Gott. Bei mir hat er noch fast voll Energie gehabt. Sicher ist das immer. Ja, dann hat er sich schnell geheilt. Auf jeden Fall hat er nur 20. Oh, gehabt. Damage 1 bis 9, Lightning Damage 1 bis 250. Scheiße. Müsst ihr den haben? Was? Oh, Lightbow. Damage 1 bis 9, Lightning Damage 1 bis 250. 1 bis 250? Ja, das sagte ich eben. Oh, ich hab Skeleton Key gefunden, oder? Ne, sieht so aus wie Skeleton Key. ja, den Bunker kannst du nur geben. Probier den gerne mal aus. Oh, ich dachte, das ist Skeleton King. Und da war nein. Das so ähnlich aussah. Du musst jetzt den Butcher töten. Geh den Butcher töten. Aber das hat eine Krone. Ich stell gerade fest, die Schempler können sich auch weiter heilen als Maximum Energie. Der eine hat nämlich eben 1000 von irgendwas. Lightning Hit Damage 1 bis 200 plus 20 Vitalität. Magischen Items kaufen. Ja. Schick. 250. Ja, 99% der Fan kriegst du aber nur eins. Various Gold of Yay. Na, mal gucken, vielleicht bringt der ja was. Wie viel Erfahrung brauche ich denn noch? Ich immer noch 22.000. Toll, der ist natürlich immun gegen Lightning.
Sehen sie das nicht fast alle? Der hier ist übrigens auch immun gegen Lightning. Magic, Fire, Lightning, das ist so das Standard beim Gegner. Nein, eigentlich nicht, aber. Irgendwie schon, doch. Haben viele, ja, aber nicht alle. Home of Healing, nicht einfach. Oh, noch ein Boss. Die, die keinen Lightning jetzt haben, die haben. Da kann ich gut reinbolzen. Die sind immun gegen Lightning. Ja. Doch gut. Sehe ich schon. Und resistent gegen Magic und Fire. Das erinnert mich hier an Dings, an Damage Seeds 2. Wenn es zum. Was? Nein, jetzt schon? Ich war schon tot. Oh. Wenn es zum dritten Mal spielt auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, sind sie gegen fast alles immun oder heilen sich zum größten Teil auch noch gegen alles. Durch alles. Greetings. Das ist richtig scheiße. Das komische Monster, das so aus wie der Skeleton King. Ja, ja. Er hat nur noch ein einziges Portal, ne? Und, weiter? Wofür brauchen wir Portale, wenn der Eingang direkt in der Stadt liegt? Was ist wieder ein Umstand so? Wie brauchen wir noch? 20.000. Das ist zu viel Defense. Champion schon tot gemacht? Nee. Alleine schaffe ich das kaum. So, ich dachte, du machst so endlos viel Damage. Nein. Wir sind immun gegen Lightning, was soll ich da machen? Feuer! Zünd deine Pfeile an. Ja. Lass mich mal da durch. Kann ich ja machen. Nee, gegen Feuer sind sie ja resistent. Da benutzt Wasser. Blumenschredder. Oh, ein Schild. Ein Wutschild, Armor 1, plus 12 zur Stärke. Wieder nur Schrott, toll. So, was war denn da unten? Da unten liegt noch irgendwas. Etwas Wertvolles. Ein Diamant. Und es ist 23 Goldpisse. Steht doch da. Auch wenn die scheiß Engländer nicht mehr in der Lage sind oder Amerikaner nicht mehr in der Lage sind, Pisse richtig zu schreiben. Sind so unfähig. Eine Chest. Eine Potion of Mana. Ein Barrel. Du Barrel Roll. Oh, ein Oil of Repair 5. Halt die Fresse. Oh, Schempler. Die einfach mal gegen alles im Mund. Immer wieder ineinander laufen, sondern immer wieder verschiedene Treffen. Hilfst du mir mal? Komm gleich. Ich hab hier auch noch Gegner. Da liegen Items. Ich kann keine mitnehmen. Schön, ich nehme sie mal mit. Ich komme mal von hinten und räume das Feld von da aus. Hat er schon so Dark Exile gelesen? Nein, wir haben die Bücher noch nicht gelesen. Vor allem nicht das letzte Mal schon. Ja, ich kann nicht wissen, ob der schon alle Bücher gelesen hat. Es gibt doch nicht viele. Vielleicht schon. Zwei oder so, ne? Ja, zwei. Zwei. Ja, weil hier in diesem Dungeon insgesamt schon über drei sind. Nein. Also selbst wenn es dann von 4 Minuten. Nein. Das ist halt 3. Nein. Ach, hart, ey. Dann kannst du ja sicherlich sagen, oh, Kutschi, in welchem Dungeons die alles sind. Die auch einfach mal irgendwo hingesetzt werden. Das sieht doch interessant aus. Nein.
Oh, das macht ja alles nur schlechter. So, wenn man ihn das findet, die schlechteste ist das, was man schon hat. Greetings! Vielleicht krieg ich was Neues. Bui, bui mal was. Was kann ich denn buien? Rotz. Moment, was hat das eben? Rotz. Verkaufen die auch irgendwann mal was Brauchbares? Nein. Hey, ich hab's endlich über die 36.000 geschafft. Hello, good friend. Hat lang gedauert. Ich brauch noch 15.000. Ich brauch noch 12.000. Ich brauch Gegner, wo ist denn Gegner? Hast du noch was? Was hast du für mich übrig? Eigentlich war ich gar nicht egoistisch. Ich kann die Elixier auf Stärke nicht mitnehmen. Der Fiene läuft einfach dran vorbei. Ja, das war sehr schlau von dir. Halt die Fresse. Nein. Oh, da sind noch mehr Gegner. Gegner, Gegner. Ein Schlag tot, Gegner. Komm her, komm her. Oh, da war ja schon 4 Schläge. Fini haut gleich wieder ab, wenn Gegner kommen. Ist ja wie in Dungeon Lords. Ja. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Gibt's ja auch Gegner, die so wie Zauber heilen oder so? Das wäre noch schön. Ich hab meinen Helm noch eben erst repariert, wie kann der schon wieder kaputt sein? Weißt du, dann heilen wir dann nicht mit der Haltbarkeit. Nein. Ich bin ja schon wieder tot. Ja, ich muss eh meinen Helm reparieren. Dann ist dein Helm.